Zwei Wochen zuvor. London in England. Es ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut das. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hatte ich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben in den Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Hey, mein Sternzeichen kriecht da rum. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht.
Adresse ist, nur die örtliche Kreuz. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie brauchen... Scheiße, die sollten noch nicht auf uns schießen. Bringen Sie uns hier raus. Shit. Nordwestgrenze Syriens und ja, das verlorene Grab. Aber Leute, um es mal optisch anzulegen, sieht sie nicht einfach fantastisch in dieser Lederhose aus? Gut, sie hat jetzt natürlich erstmal Kopfschmerzen, das ist klar. Da haben wir die Überlebensinstinkte und sieht das mal grafisch genial aus. Also ein schöner Po und ein schöner Sonnenuntergang. Drehen wir uns mal in die Sonne, vielleicht kommt er dann durch den Schatten besser zur Geltung. Na, wenn das mal kein schöner Popo ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, alle wollen sie aus Syrien gerade weg, wie die aktuelle Flüchtlingsdebatte ja beweist. Lara möchte dorthin. Gut. 500.000 zu 1. Also verliert Syrien 499.000 Menschen, weil die alle nach Deutschland kommen und Lara will dorthin. Nun gut. Wie dem auch sei. Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Das kann wohl gut sein. Das kann sogar sehr gut sein. Deswegen machen wir uns mal auf, schnell hier hoch. So, wir haben ja schon ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen, wie man am Anfang gesehen hat. Das System wurde aus dem 2013er Ableger übernommen und sogar, sagen wir es mal, ja, erweitert. Das weiß ich soweit schon mal. Boah, sieht das genial aus. Wie auch der Po. Irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier. Und versteht ihr, warum sie das sagt? Jetzt geht man nämlich hier mal nach rechts und guckt mal, was wir da finden. Ein religiöses Symbol, detailliert und mit Edelsteinen verziert. Könnte byzantinisch sein, vielleicht 10. Jahrhundert. Passt zur Legende des Propheten. Ja, das können wir halt auch drehen wie die anderen Fundstücke aus dem 2013er Ableger. Genauso sieht es aus, wir können wieder reinzoomen, rauszoomen. Boah, Leute, die Aussicht. Ja, Lara, ein Selfie mal für die Welt. So, und Knips. Danke. Darf ja nicht, also auch ein schönes Selfie mal. Ein Pelfi, also ein Po-Selfie. Warte. Na gut, wie dem auch sei. Wir müssen jetzt hier mal rein. Indem wir hier hochklettern, danke. Könnte es das wirklich sein? So, Leute. Und was ich euch jetzt noch zeigen will, ich klettere noch mal raus. Ich klettere wirklich noch mal raus. Jetzt guckt mal auf die Lederhose. Guck mal, die ist nass. Die ist echt nass. Das haben die echt so berücksichtigt. Hier, die ist dunkel. Die ist nass. Die sitzt gleich gefühlt enger. Also sieht zumindest gleich der Po besser aus drin. Ja, die ist jetzt relativ schnell getrocknet. Aber schön, dass sie dieses Detail einfach eingebaut haben. Das finde ich richtig genial. Und dann wollen wir endlich mal hier hineinklettern. Okay, der blaue Leuchtdildo dient nicht nur zur Befriedigung
einiger Bedürfnisse, sondern auch zur Befriedigung etwas zu sehen. Und deswegen einfach mal hier weiter in diese schöne Haupthalle. Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. So, Karte aktualisiert, das verlorene Grab. Wir werfen mal einen Blick auf die Karte und ich werde mich hier noch ein bisschen genauer umsehen, denn wir wollen... Ach nee, wartet mal. Wir haben hier nämlich noch was. Und zwar Herausforderungen geschafft, 0 von 1. Relikte haben wir die Hälfte. Dann haben wir noch Dokumente 0 von 4. Wandgemälde 0 von 5 und dann noch Münzverstecke. Das wird später nochmal sehr interessant. Die, wie gesagt... Das muss man sich hier mal alles angucken. Er spricht mit einer fremden Armee, vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Wandgemälde. So, um ihre Sprachfähigkeiten zu verbessern. Ja, das ist ein nettes kleines Feature. Werden wir auf jeden Fall brauchen. Dann lesen wir mal das hier. Es ist eine Art Markierung. Byzantinische Schrift. Aber ich kann es nicht genau erkennen. Ach so, noch nicht. Pass auf, noch nicht, denn wir gucken uns erstmal das hier an. Okay. Hier ist er. Sowas wie Wunderheilung. Herznotizen erwähnen das auch. Ja, und das Summenzeichen da oben finde ich mal genial. So, das haben wir soweit. Dann gehen wir mal darüber. Da gab es nämlich auch noch was. Wie gesagt, die Überlebens... Die Wunder des Propheten von Konstantinopel. Zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. So, und jetzt haben wir nämlich unsere Sprachfähigkeit verbessert. Hier steht's, Sprachkenntnis erhöht. Kann jetzt Griechisch der Stufe 1 übersetzen. Also mal hier ran. Mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Ah, Münzverstecke, Spielerwegweiser. Verwenden Sie A, um ein beliebiges Kartenobjekt mit dem Spielerwegweiser zu markieren. Spielerwegweiser werden bei Verwendung von Überlebensinstinkten in der Welt als blaue Lichtkegel angezeigt. Nun gut, dann nehmen wir das Münzversteck doch mal. Das heißt, wir werden hier schon mal mit den wichtigsten Features vertraut gemacht. Und die wollen wir natürlich gleich mitnehmen. So, alte Münzen. Alte Münzen können gegen Upgrades und Ausrüstung getauscht werden. So, das heißt, hier muss es ja noch irgendwo ein... Achso, das ist ein Monolith. So, wir müssen hier auf jeden Fall noch die Augen offen halten. Denn, wie gesagt, Münzverstecke, die können hier überall rumliegen. Jetzt heißt es aber erstmal hier lang gegangen. Um das hier zu lesen. Er führte seine Anhänger durch die Wüste. Zur Oase. Ja. Auch das haben wir soweit. Ich weiß nur nicht, hier waren keine Münzverstecke. Das war ja nur das, was ich schon habe. Ansonsten ist ja hier kein zweiter aufgeführt. Nee, da werde ich mal weitergehen. Denn ansonsten wird ja hier nichts mehr sein. Warte mal, ich will nur mal ganz kurz... Ja, mal dieses Hin- und Hergewechsle. Ja, das war das Wandgewebe, der... Die suchen das Grab. Oha. Ich muss es vor ihnen finden. Ja, Zeit wird's. Deswegen beeilen wir uns mal lieber. Und gehen mal hier zu dieser Wand.